Was geht ab, liebe FIFA-Spieler? Und damit herzlich willkommen zum nächsten Skill-Tutorial auf meinem Channel. Heute, meine lieben Freunde, werden wir uns anschauen, wie ihr den Scorpion Kick ganz einfach ausführen könnt. Wichtig hierbei ist, dass ich denke mal wirklich nur Neymar hier in FIFA 20 den Scorpion Kick ausführen kann. Zumindest habe ich es mit keinem anderen Spieler geschafft. Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir uns an, wie der Skill vorzuführen ist. Und zwar, wichtig ist, dass ihr den Skill immer in Laufrichtung performt. Das heißt, wenn Neymar mit dem Gesicht geradeaus schaut, dann müsst ihr den Skill auch nach oben ausführen. Falls ihr den nach rechts läuft oder nach links läuft, müsst ihr den Stick entweder, wie gesagt, entweder nach links oder nach rechts drehen. Das werden wir uns aber dann gleich anschauen. Zu den Controls. Der Skill ergibt sich aus einem halben Rainbow Flick und dann sage ich jetzt mal einfach nur eine Flanke. Dementsprechend sieht das wie folgt aus. Ihr macht einen halben Rainbow Flick, ja, das heißt einmal den rechten Stick nach hinten und nach vorne klicken, ja. Das heißt, Neymar macht dann auch den ganzen Rainbow Flick, nichtsdestotrotz ist es eigentlich ein halber Rainbow Flick. Dementsprechend einmal entgegengesetzte Laufrichtung und einmal zur Laufrichtung, das heißt, ihr füllt den Skill wie folgt aus. Und während Neymar den Ball hochflickt, meine lieben Freunde, müsst ihr den L2-Button, wie hier im Beispiel gezeigt, gedrückt halten. Und dann den Viereck-Button drücken, ja. Das Ganze sieht dann wie folgt aus, dass ihr dann den rechten Stick entgegengesetzte Laufrichtung bewegt, dann einmal nach vorne. Während ihr seht, dass Neymar mit den beiden Füßen hinten den Ball schon am Hochflicken ist, L2-Button gedrückt halten und dann den Viereck-Button einmal kurz drücken, sodass Neymar wirklich eine Flanke spielt. Aber dann, wie gesagt, dadurch, dass Neymar sich hinten den Ball noch hochlegt, den Scorpion Kick ausführt, ja. Dieser Trick verlangt eigentlich wirklich nur Timing, ja. Wenn ihr die Reihenfolge der Buttons wirklich drauf habt, dann ist es nur noch Timing, ja. Aber wenn ihr den Skill könnt und Neymar natürlich besitzt, werdet ihr sehr viel Spaß haben, den Gegner auch, sage ich jetzt mal, anstatt den Ball über den Torwart zu lüpfen, einfach mal mit dem Scorpion Kick den Gegner komplett auseinandernehmen. Ich hoffe, ihr werdet sehr viel Spaß haben beim Üben. Ich werde euch jetzt noch ein Ingame-Highlight zeigen, in dem ich euch nochmal zeige, wie es im echten Spiel aussieht. Wie gesagt, läuft ihr nach links, müsst ihr entgegengesetzte Laufrichtung anfangen, das heißt einmal nach rechts, dann nach links und dann den Scorpion Kick ausführen. Rechts sieht das Ganze genauso aus, wenn ihr nach unten läuft, natürlich auch nach unten. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, haut rein, meine lieben Freunde, und tschüss.